ist der 11. Mai 2020, 3 Monate im Lockdown und ich möchte heute ein Video machen über die Themen, die halt online kursieren, die Zunahme von UFO-Aktivität weltweit oder AD-Aktivität weltweit. Möglicherweise herrscht dort oben einen galaktischen Krieg und die Föderation des Lichts hält ihre Stellung so lange wie möglich und die Reichsdeutschen werden probieren, hier Frieden zu behalten bzw. uns zu befreien in der nahen Zukunft. Wenn man sich das so vorstellt, wenn das wirklich so abläuft, das Einzige, was wir sehen können, ist, was die NWO oder die Schattenelite für uns vorhat. Und sie haben praktisch uns alle unter Hausarrest gestellt und wir können nicht mehr raus. Ich möchte nicht mehr einkaufen gehen. Ich möchte nicht mehr meine Klamotten einkaufen gehen. Ich möchte generell nicht mehr einkaufen gehen im Supermarkt. Ich möchte nicht mehr zur Post gehen. Ich möchte auch nicht mehr zum Friseur gehen, weil das ist ja unglaublich übertrieben, was da abläuft. Man muss sich eintragen und austragen, unterschreiben, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Man muss während des gesamten Schnitts eine Maske tragen, eine Mundschutzmaske. Das ist der reinste Irrsinn, was hier abläuft in Deutschland und weltweit. Am meisten leid tun mir eigentlich die Spanier, die dürfen überhaupt nicht raus. Die haben drakonische Maßnahmen in Spanien durchgeführt und durchgesetzt. Und selbst in Nigeria wurden Leute irgendwie erschossen, weil sie sich nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten haben. Also man muss dies alles im Internet recherchieren und man sieht, was da abläuft. Der Präsident von Tansania zum Beispiel hat gesagt, dass sie mehrere Präparate untersucht haben auf Corona-Tests, unter anderem eine Papaya oder Ziegen oder einfach Wildtiere, haben einfach Namen und Alter hinzugefügt und abgewartet. Und die Tests kamen zurück positiv oder nicht ausschlaggebend oder negativ. Die Prüfer überprüfen noch nicht mal, ob dies echt organisches Material des Menschen ist. Das ist eigentlich, was sie eigentlich zeigen wollten. Die Mundschutzmasken beschützen einen noch nicht mal von Coronavirus, da der Coronavirus ungefähr 30 Nanometer groß ist, wenn sie überhaupt existieren. Und die Mundschutzmasken, also die Porosität der Mundschutzmasken, die meisten Mundschutzmasken, haben eine Porosität von über 300 Nanometer. Das heißt, der Virus geht einfach durch die Mundschutzmaske durch. Es ist wortwörtlich nur ein Maulkorb, damit wir weniger und weniger kommunizieren untereinander. Die Leute dürfen nicht mehr zu ihren Familien, zu ihren Freunden, dürfen nicht mehr in Cafés gesellig sitzen und sich austauschen. Leute dürfen nicht mehr zum Restaurant mit Leuten oder Familien oder Liebhaber und so weiter und so weiter. Es findet viel weniger Kommunikation statt. Wenn die Leute einen Maulkorb kriegen, wortwörtlich, dann werden sie halt weniger und weniger reden und sich weniger und weniger rebellisch verhalten. Was passiert denn wirklich auf dieser Welt? Fakt ist, die Anzahl der UFO-Sichtungen hat dramatisch zugenommen weltweit, in Südamerika, in China, in Amerika, auch in England und so weiter, auch in Deutschland wurden mehr und mehr UFO-Sichtungen gemacht, als ob da viel mehr Aktivität herrscht dort oben. Die Videos und Filme von Maria Colvin Hill auf YouTube muss man sich mal angucken. Da gibt es anscheinend riesige Raumflotten in der Nähe der Umlaufbahn der Sonne. Das heißt, es gibt unglaublich viel Aktivität dort oben. Es ist so ähnlich wie in das Spiel Mass Effect 3 auf der PlayStation 3. Dort gibt es auch einen riesigen galaktischen Krieg. Und angeblich ist hier die Sonne, unser Sternsystem, einer der Punkte, wo sich all diese Flotten versammeln, wenn man das jetzt glauben soll, diese Informationen online. Ich sage schon seit Jahren, dass es einen galaktischen Krieg gibt, aber manchmal muss man das wiederholen. Es dauert manchmal Monate, Jahre oder Hunderte von Jahren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und es sieht danach aus, dass es bald soweit ist mit der Wende, hoffentlich zumindest. Weil wenn es wirklich wahr wird mit der NWO, die einheitliche Weltregierung, dann werden wir in einer Art kommunistischen Weltregierung erwachen und jeder wird seinen Chip kriegen. Das ist, was sie eigentlich wollen. Und in der Bibel wird darüber gesprochen, das Zeichen des Tieres, ne, an der linken Hand und auf der Stirn, das ist die Zahlungsmittel, ein implantierter Chip. Wer sich die Serie Colony auf Netflix anschaut, kann sich darüber bewusst werden, wie es sein könnte, wenn sowas Ähnliches abläuft wie auf unserer Erde. Colony zeigt uns sehr viele Wahrheiten und sehr viele Schichten. Zum Beispiel in der Serie Colony kommen Außerirdische auf die Erde und fangen an, die Leute eigentlich für ihre eigenen Einsatzkräfte im Weltraum einzusetzen. Und die Leute auf der Erde finden heraus, dass es weniger und weniger Menschen gibt in den Städten, dass mehr und mehr Leute verschwinden. So ähnlich ist das auch eigentlich auf unserer Erde. Jedes Jahr verschwinden bis 5 bis 8 Millionen Kinder weltweit in den sogenannten Kinderhandel. Das passiert auch jedes Jahr und keiner weiß darüber Bescheid. Millionen von Frauen werden auch im Frauenhandel verkauft. Der osteuropäische Frauenhandel, sehr detailliert beschrieben im Buch von Viktor Malarek, Inside the Global Sex Trade, the Natashas, kann man sich auf Amazon noch kaufen. Da werden jedes Jahr allein in Osteuropa Hunderttausende osteuropäischen Frauen versklavt und verkauft. Allein in den osteuropäischen Frauenhandel. Weltweit geht dieser Handel den Frauen in die Millionen. Auch in China, in Indien und in Südamerika werden Frauen verkauft als Sklavinnen, Sexsklavinnen. Dies muss man alles recherchieren online. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mein Video Alex über den Kinderhandel oder Alex über Pädophilie und Satanismus oder Kannibalismus weiß, dass diese pädophile satanische Elite auch kannibalistisch eingestellt ist. Man muss nur eins und eins zusammenziehen. Die entnehmen uns alle Freiheitsrechte. Die wissen, dass wir rebellieren werden in einer Art Zukunft. Und werden uns Stück für Stück unsere Freiheit zurückgeben, aber nicht ganz. Dennoch werden es immer Leute geben, die rebellieren werden, weil die wissen, wie es vorher war, vor dieser unglaublichen Versklavungsmaßnahme, obwohl wir vorher eigentlich nicht wirklich frei waren. Jeder arbeitet Vollzeit und zahlt ungefähr 80% Steuern. Die Hälfte Prozent seines Einkommens
sind Steuer und darauf Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, all diese Steuern, Spritsteuer, Tabaksteuern. Wenn man das alles zusammenzählt, dann arbeitet man wortwörtlich 80% für den Staat. Und wenn man nur für den Staat arbeitet, mit 5% oder 10% für Essen und Unterkunft, dann ist das Kommunismus. Da gibt es einen Videoproduzent auf YouTube, der heißt Dennis Wise, und der hat Videos produziert auf Englisch, Kommunismus via die Hintertür oder Communism by the Back Door. Und das ist, was gerade abläuft. Die Elite will eine einheitliche Weltregierung erreichen durch Zwang, durch Krieg, durch Seuchen oder erfundenen Seuchen, wie jetzt Corona. Wir verlieren alle unsere Rechte und wir können die Dissidenten einfach abführen in FEMA-Lager oder in Konzentrationslager oder Umerziehungslager. So ähnlich wie in Sowjetrussland oder in China oder in Nordkorea. Wir werden uns jetzt einige Artikel anschauen online, um zu sehen, dass die UFO-Aktivität weltweit zugenommen hat. Und ich sehe, dass mehr und mehr Videos aus Südamerika, also aus der spanischen Region, mehr und mehr detailliert die Wahrheit sprechen. Seltsame blaue Lichter erscheinen am Himmel auf der ganzen Welt, während Sichtungen das Internet überfluten. Der mysteriöse Anblick wurde in den letzten Wochen überall von Spanien bis zu den USA und Australien vor die Kamera gebracht. Madrid, mysteriöse glühende Wolke am Himmel gesichtet. Ein Video aus der abgeriegelten Stadt Madrid in Spanien zeigt einen Ausschnitt der Wolken, die nachts über Wohnblöcken blau werden. Das UFO-ähnliche Licht geht für mehr als 7 Minuten ein und aus. Seit dem Auftauchen der Aufnahmen am 20. März haben Dutzende von Menschen berichtet, einen ähnlichen Anblick gesehen zu haben. Ein weiteres Video, das am 1. April aufgenommen wurde, scheint genau die gleichen Lichter über Queens in New York City zu zeigen. Ist das der Beweis? Gibt es Außerirdische etwa wirklich? Ein blitzschnelles, etwa 12 Meter langes Flugobjekt, aufgenommen von Marinepiloten, die sich offenbar selbst keinen Reim darauf machen können. Die drei Videos der mysteriösen Flugobjekte stammen aus den Jahren 2004 bis 2017, aber erst heute wurden sie offiziell freigegeben. Was sie wirklich zeigen, kann sich auch im Pentagon niemand erklären. Ob die Veröffentlichung bei der Erklärung hilft? Eher unwahrscheinlich. Erstmal ist es wohl ein Fest für die Verschwörungstheoretiker. Also das Pentagon hat offiziell diese UFO-Aufnahmen veröffentlicht. Daraufhin hat Japan reagiert und in diesem spanischen Blog wird erzählt, dass die japanische Regierung sich offiziell auf eine mögliche außerirdische Invasion vorbereitet. Dies ist eine Reaktion auf die Veröffentlichung von den Videos aus dem Pentagon. Also das Pentagon veröffentlicht Filmmaterial um angeblich nicht identifizierte Flugobjekte. Das ist ein weiterer Beitrag. Ein Astronaut an Bord der ISS hat drei UFOs gefilmt aus seinem Viewport. Und das sind dreieckige Raumschiffe, das sind eher eckige Raumschiffe der Schattenregierung, wie die TR-3B oder Reptoiden-Raumschiffe. Und das sind die Töne, die wir andauernd in der Atmosphäre hören. Diese Töne werden überall gehört. Ich habe die auch hier in der Region Bad Bentheim, Deutschland gehört. Also die kommen regelmäßig wieder. Tiefe Töne aus der Atmosphäre. Viele südamerikanische Wahrheitsaktivisten gehen davon aus, dass uns eine außerirdische Invasion bevorsteht, wegen der unglaublich starken Zunahme an UFO-Aktivität. Gleichzeitig werden Töne, tiefe Töne überall in der Atmosphäre gehört. Ich habe auch hier in Bad Bentheim, Deutschland, auch Töne aus der Atmosphäre gehört. Dies haben wir öfters über mehrere Wochen gehört, so ähnlich wie die Aufnahmen in Südamerika. Diese Töne werden weltweit aufgenommen und gehört und es werden auch weltweit blaue Lichter in der Atmosphäre gesehen. Diese blauen Lichter sind so ähnlich wie die in dem Film Independence Day, wo Außerirdische zu uns kommen. Natürlich ist Hollywood immer eine Industrie und zeigt uns immer, wie schlecht es ablaufen könnte, aber es muss nicht so sein. Laut den Prophezeiungen wird dies ein begrenzter Krieg sein, aber im Weltkrieg, um die Befreiung der Welt eigentlich, der sogenannte Dritte Weltkrieg. Die Reichsseuchen, die Föderation des Lichts, die Agathianer von der Innenwelt, all die Leute, die auf unserer Seite sehen, werden so lange wie möglich den Frieden bewahren, aber werden am Ende auch kriegerisch einsetzen, um uns zu befreien eigentlich. Und nach mehreren Sehern und Propheten wird auch die zweite Wiederkunft Jesus erwartet, oder der dritte Sargon aus den babylonischen Überlieferungen, oder Thor aus den nordischen Sagen,
und so weiter und so weiter. Jede Religion hat irgendwie diesen Messias oder Gottessohn, der kommt, um uns in die richtigen Wege zu leiten. So ähnlich wie Neo aus der Matrix. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren und zu abonnieren und die Klingel zu drücken, damit ihr wisst, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und natürlich, wenn ihr eine kleine Spende macht, könnt ihr die Details in der Beschreibung. Viele Grüße aus der Region Bad Bentheim, Deutschland und tschüss!